geht halt, ja. Bett. Sonnenschein, aufwerten. Und wir dürfen die erste Haltestelle schon mal auf 4 bringen. So, Sonnenschein auf 4. Sie versperren die Tür. Ja, und du gehst mir gerade auch ein bisschen auf Eier. So, wir nehmen die Müllergasse noch mal raus. Sehr gut. Eigentlich müsste ich, wie gesagt, da unten ein bisschen tauschen. Aber okay. Ein Fahrgast blockiert die Tür. Sorry, ich muss gerade Fahrgast aus dem Bus drehen. Nee, ich steig lieber diesmal ein. Okay. Ich hatte das hier in der letzten Folge, dass da tatsächlich... Dass da... Ach, geht das schon wieder los beim Regner? Soft. Aber jetzt geht's tatsächlich ins Aufwärmen. Jetzt geht es tatsächlich ein bisschen darum. Oder war ich wohl auch dafür? 22.000. Also für 330 kann man einen Bus kaufen. Aber wie gesagt, wir werden gucken, dass wir 3 Millionen zusammenbasteln. Bevor ich dann anfange, jetzt Busse zu kaufen. Und dann wird es eine Folge geben, wo wir nur Busse kaufen. So. Das haben wir ja zwar in der ersten Aufnahmefolge hier gemacht, aber es ist halt einfach so. Es geht halt darum. Manchmal. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen happig, die Mission, muss ich sagen. Wie gesagt, weil halt es jetzt darum geht, ein bisschen zu fahren. Klar, es gibt auch Missionen, wo wir gar nicht fahren müssen. Ich glaube jetzt 2 Missionen. War eigentlich überhaupt gar nicht auf die Straße mussten, die wir dann so einfach rausgehauen haben. Das war jetzt die Folge 26 und da gab es nochmal irgendwo eine Folge, die für mich, die war gar nicht, wo wir gar nicht raus mussten. So, nächste Haltestelle ist dann Winfield. Wir sind immer noch wieder in Kerststadt. Ich habe die jetzt bewusst wieder da drin gelassen. Wir brauchen fucking Zahltage. Wir brauchen nur Zahltage jetzt gerade. Wir müssen gucken, dass wir relativ viele Zahltage bekommen. So. Nehmen wir noch einen Rollstuhlfahrer rein. Jetzt können wir. Da wir ein bisschen früh dran sind, dürfen wir mal wieder ein bisschen Fahrkartenkontrolle machen. Wir haben es ja mittlerweile gelernt, dass sehr viele Fahrgäste, die Räume sind immer da draußen, okay, dann müssen wir die gleich wieder reinmachen. So, Moment, ich muss jetzt gerade gucken. Da kann auch keiner ohne Fahrkarte, das kann auch nicht sein. Aha, wenn man mit dem Teufel spricht oder vom Teufel spricht, dann wir mal halt einen Schwarzfahrer. Mäuse, Fahrkarte. Wo hab ich denn? Fahrkarte. Selbst die Rollstuhlfahrer ohne Fahrkarte. Krass. Okay, es waren jetzt 3 oder 4 ohne gültigen Fahrausweis. Cool. Nimm mal mit. Ist ja gut. Und jeder einzelne erwischte Fahrgast gibt ja einen Punkt. Und umso viele mehr Punkte, mehr grüne Punkte, umso eher ist der Zahltag da. Und wir brauchen halt extrem viele Zahltage, um halt das Geld zu schaffen. Wir sind über 22.000, jetzt fast 230.000. Wir brauchen 3 Millionen, um Busse zu kaufen, weil unsere Hauptaufgabe in dieser Mission ist, 15 G-Busse zu besitzen. Ich weiß nicht, ob das zählt, die gleichzeitig zu besitzen, oder ob wir die überhaupt im Spiel in diesem Stadtteil besessen haben müssen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wie viel wir hatten bisher. Wir hatten, glaube ich, schon mittlerweile 2 oder 3 Stück vorher mal. Also es kann sein, dass wir relativ schneller damit fertig sind. Ich weiß nicht, wie das Spiel das zählt. Wie gesagt, da wäre 15 gleichzeitig im Fuhrpark. Das wäre ein Fuhrpark, müssen aus nur 15 Bussen, 15 CG-Bussen. Oder ob der sagt, jo, überhaupt mal in diesem Stadtteil hier. Also 15 besitzen werden müssen. Naja, gucken wir mal. Ansonsten haben wir sehr viel zu tun. Und ich werde übrigens nicht die ganze Zeit Sonnenstein fahren. Also das ist ja eh, das ist so wichtig. Und der nächste Zahltag. Wir waren schon mal bei 17.000.
Ja, wahrscheinlich weniger, weil wir weniger Fahrgäste kontrolliert haben. Das kann natürlich auch mal sein. Weniger Fahrkarten verkauft, weniger Fahrgäste erwischt. Wie auch immer. Danke. Hi. So. Gut. So, wir gehen nochmal Fahrkartenkontrolle machen. Ich hab sie doch schon gezeigt. Ja, also da war neu eingestiegen. Was? Und ich kann mir nicht merken, wie ich erwischt habe. Wie ich kontrolliert habe. Alter, wer bist du hier? Oh Gott, Hilfe. Sie waren schon bei mir. Das interessiert mich einen Feuchten gerade. Weiter. Und der nächste erwischt. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon hier gezeigt. Ist die Fahrkarte. So, Digga. Weiter schön. Weiter, weiter, weiter. Einer mal hin. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass ich dadurch jetzt noch so zwei vorgedrängelt habe, zwei, drei Autos vorgedrängelt habe. So, hallo, einmal bitte. Ja, schön. Wir sind gerade von der Haltestelle weg. Ernsthaft. Diesmal steigt aber auch jemand aus. Es ist jetzt nicht immer gewesen, dass dann sagt der Alfagas muss raus. Und dann sagt er, dann steigt gar keiner aus. Das ist ein bisschen schade. Aber so. So, jetzt haben wir auch immer noch Sonnenschein. So, Unterschlag. Wie gesagt, ich werde das Thema jetzt hier noch angehen und dann in der nächsten Aufnahmesession sehr wahrscheinlich werde ich dann nochmal das Thema mit den 10 Gebussen angehen. Weil ich will was essen. Gleich. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich muss jetzt hier ein bisschen über den Rasen drüber. Weil Kollege Schirscher unbedingt ein bisschen weit draußen stehen wollte. So, Haltestelle Nummer 4. Gott, die Haltestelle kann ausgemacht werden. Sehr gut, unter Sonnenstein. Unter Sonnenstein. Dann nehmen wir jetzt mal unter Sonnenstein raus. Wo haben wir sie denn? Einzelfahrschein, bitte. Unter Sonnenstein. Die kann fliegen. Die Frage ist, verwirrt sich die Strecke? Und die Strecke wird sich einfach. Die Strecke wird sich ein bisschen verändern, ne? Die wird ja kürzer werden. So, dann machen wir das nämlich so. Jo. Wie viel würde das jetzt bringen? An weniger Geld? Sogar fast ein bisschen mehr, aber ist egal. So. Jetzt geht der erstmal nur ums Aufwerten. Danke. Jo. So, ich habe es jetzt bewusst mal. Jetzt habe ich ein paar Haltestellen weniger. Und wir werden jetzt. Vielleicht kriegen wir sie heute sogar komplett hin, tun. Das wäre schon super. Es sind ja jetzt noch. Sind ein paar Haltestellen wieder geflogen. Zwei insgesamt, die wir schon angefahren haben. Wir fahren jetzt. Die ersten vier sind weg, quasi von dieser Route. Die habe ich jetzt bewusst mal rausgenommen. Das heißt, wir werden jetzt. Mit dem Mautnerhof darf ich vielleicht die nächsten Halter für einen runternehmen. Aber vielleicht kriegen wir es, wie gesagt, diese Folge noch hin, dass wir die komplett trotzdem nehmen können. So. Ist da oben, ne? Oder? So.
Der Mautnerhof. Das ist die nächste Haltestelle. Ich hoffe, dass wir die, alle auf 4 haben. Komm, fahr. Kann ich weiter. Kann ich den schönen Schwung mitnehmen? Habe ich schon erwähnt, dass ich den Stadtteil mittlerweile hasse? Ich glaube, wir sind, glaube ich, so häufig mittlerweile hier durchgefahren und ja. Haben sie mittlerweile den Stadtteil so durchgekaut mittlerweile. Wir sind allein nicht aufwendig auf 3. Wir sind zusammen 4 oder 5 Mal gefahren. 5 Mal, glaube ich, sind wir so gefahren, so zu werten. Jetzt fahren wir zum 7. Mal diese Strecke. Diese Route. So, halte ich ja gar nicht so. Weg mit dem Mautnerhof. Lass mich in Ruhe. Mautnerhof. Hallo. Sonnstein. Warte mal. Da ist der Mautnerhof. Sonnweg. Warte mal, das sind ja eh nicht mehr. Doch, sind doch da oben so ein paar Haltestellen. Naja, egal. So, weg damit. Sonnstein 4. Wir sind nur noch 1000 jetzt gerade. So dazu. Ach, da ist ein Rollschuhfahrer jetzt gerade dabei. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass da noch irgendwie ein Rollschuhfahrer mit dabei wäre. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz aus der Kasse. Ja, ja, lass mich kommen. So, jetzt. Ja. Gut. Perfekt. Ach, der ist ausgestiegen. Sieht total toll auf dem Rasen auszustrecken. Entschuldigung, ich hab gepupst. Oder nicht geduscht. Sucht euch was aus. Du Busfahrer duschen ja nicht so häufig. Wir sitzen ja den ganzen Tag nur mit am Steuer. Wir können ja gar nicht duschen. Nein, Spaß beiseite natürlich. Ich dusche zum Beispiel 2 Mal am Tag. Aber vor der Arbeit, aber nach der Arbeit. So. Habe ich gesagt, warum wir hier trotz Limiter, der gar nicht drin war, auf über 53 kommt. Ich glaube, hier ist gar kein Blitzer. Meines Wissens ist hier keiner. Zumindest hier in Sonnenschein nicht. Sie fahren viel zu schnell. Den kriege ich wach. Der Schlafpilze. Moin, moin, moin. Oh, wen habe ich schon? Sie waren schon bei mir. Dauert, interessiert mich ein Feuchten. Weiter. Hier, bitte. Wo hab ich Glück? Da, hier, bitte. Hier. Na klar. Hier, bitte. Der hier vorne liegt der? Die. Oh, und da ohne Fahrkarte. Ich hab sie verloren. Pech gehabt. Ich liebe es. Eingeschlafen und dann noch ohne Fahrkarte. Sag ja, aber ich erwische da, irgendwie wische ich doch noch ein. Aber ich brauche halt Geld. So. Schön noch zu Ende. Ich werde die, glaube ich, gleich wieder ausbauen, die halt die Strecke. Alleine um. Ich habe gelesen, Sie haben eine Folge von Winter der Leiden. Oh, scheiße, ich hätte ja wie müssen. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verschlafen. Das muss ich gerade sagen, das habe ich gerade verschlafen.
Das geht jetzt gerade ein bisschen noch. Ah, fahr doch mit deiner Scheißkarre da nicht immer da ran. Leg mal bitte Zahn zu, damit ich hier weiterkomme, damit ich hier nicht ewig rumstehen muss. Wie gesagt, das Thema geht natürlich jetzt gerade so ein bisschen auf mich. Das war jetzt gerade ein bisschen. Ich da war ich jetzt einfach. Also Gedanken mache ich nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe einfach wahrscheinlich die Linie falsch gedeutet, weil die anders ein bisschen anders geht. Weil wir, glaube ich, jetzt da oben nochmal drehen müssen. So, bin mal gespannt, was Stump als nächstes erwartet. Wie gesagt, ich werde sie wieder mit reinnehmen, ich werde sie wieder ausbauen. So wie sie vorher war. Weil die bringt uns am meisten Geld dafür. Die gute, wenn sie vollständig ist. Nicht viel, aber sie bringt uns für sowas Geld. Kellergasse. So, Kellergasse. Dann habe ich endlich frei. So. Na, ich habe noch 3 Arbeitstage. So. Danke. Wenn die Folge rauskommt, habe ich ja eh. Wenn die Folge rauskommt, habe ich tatsächlich noch 2. Die kommt ja hier, also nee, Quatsch, einer. Ich muss ja jetzt eigentlich Samstag aber diesmal arbeiten. Ich habe 6 Tage Woche. Ich glaube, die Folge kommt am Samstag raus, meines Wissens, ja. Oder Sonntag. Sonntag, glaube ich, kommt die raus. So. Der Sonnenleiter auf. Aber da sind wieder alle Fackel heute eingestellt. Nee, ich kann ja mal wieder ein bisschen Fackel kontrollieren, aber ich kann ja wieder Leute anfangen. Moin. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Bis ich euch irgendwann mache. Ich habe sie doch schon gezeigt. Ist mir scheißegal. Oh, aber die nicht. Moment. Na klar. Hier. Hier. Und noch einer. Was? Sie waren schon bei mir. Warum fragen Sie mich nochmal? Darum, weil damit dein da sitzt doch mal keine Fackel da. Hier ist sie. Nochmal. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, aber ich habe mindestens 3 hier wieder gehabt, die ohne Fahrkarte unterwegs fahren wollten. Auf meiner Sonnenstein-Buslinie fährt keiner schwarz. Ich erwischte alle. Ja, fast alle, aber viele. Und dann bin ich froh, dass ich das Thema Sonnenstein nicht mehr sehen muss. Und dann kommt es in der nächsten Mission. Werte Sonnenstein auf Stufe 5 aus. Auf. So, jetzt muss ich gleich gucken, weil im Tunnel nicht, dass der Kollege uns entgegenkommt. Weil hier ist auf der Stelle, der ist ja die 9. Die Stelle. Zumindest auf der anderen Seite. Ne? Katze. Vielleicht aber auf dem Bett habe ich meine Katze hier liegen. Ah, das Wetter wird aber auch nicht besser. Jetzt komme ich in den Tunnel rein, da komme ich jetzt gleich der Kollege entgegen. Oder? Ich weiß gar nicht, wo der steckt. Wie gesagt, ich weiß, dass ein Bus entgegenkommt, wisst ihr jetzt gleich eigentlich. Es trüffelt doch. Dann warten wir aus. Weil er sagt, nö, ist nicht. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt kommt er gleich entgegen. Jetzt ist mich hier diese Bus, da kommt. Ist er da vorne schon? Der ist da vorne schon auf der Karte angezeichnet. Ich müsste jetzt gleich entgegenkommen. Da habe ich mich eben das Auto geholt. Ja, ja, da kommt er schon. Bei der Kurve jetzt. Da ist er.
Schleichst aber auch hier hoch. Moin. So, wie gesagt, wir sind immer noch dabei, fleißig diese Routen abzuarbeiten. So. Siri, der ist doch eine weiter, ne? Wir dürfen jetzt gleich zur Hölle. Ja, ich hasse solche Leute. Du bist gerade an der Haltestelle vorbei. Ich meine auch, was die falsche ist, aber dass der dann sagt, du musst umsteigen, dann steigst du dich aus. Okay. Ihr habt jetzt nicht das gesehen, was ich gerade gesehen habe. Die Olle ist jetzt nicht gerade einfach durch meinen Bus durchgelaufen und vorne einfach ausgestiegen. Also, ich liebe dieses Spiel. Ja, ich mag es. Es macht auch Spaß, muss ich sagen. Aber es sind halt tatsächlich sehr, sehr viele Missionen jetzt dabei, die sehr eintönig sind. Wie gesagt, alleine das Thema jetzt auf Sonnenschein auf 3 aufzuwerten, jetzt auf 4 aufzuwerten. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Geld schaffen, dass wir 15 CMG-Busse besitzen können müssen. 15 CMG muss besitzen können. Also weiß ich nicht. Das ist jetzt gerade eigentlich extrem eintönig. Aber es ist halt leider einfach so, wir können es eh nicht ändern. Naja. Gut. So. Da, ist das der Sonderlauf hier? Nein, ist doch nicht der Sonnenlein auf. Das ist erstmal die. Das ist die Sonnenstraße gewesen. Katze. Kündige dich doch an, wenn du weitergehen willst. So, jetzt hier weiter geradeaus. Genau, das ist die alte Stelle, da müssen wir nämlich drehen. Das ist total toll. Ich liebe es. Die hätte ich was. Ich weiß gar nicht, ob ich die umbauen umsetzen kann, die Haltestellen. Müsste eigentlich gehen, ne? Ah ja, ist gut. Ja, das kann da ausgebaut werden. So, nehmen wir so raus. Das macht es, glaube ich, jetzt ein bisschen einfacher. So. Sonnenleitnerhof. Ach, es sind ja nur noch 4 Haltestellen insgesamt, ne? Sonnenleitnerhof. Genau, den Sonnenleitnerhof haben wir als letztes. Sonnenleitnerhof ist drin. Aber ich brauche die Kellerstraße. Die Sandstein, Hauptplatz, Kellergasse. Warte mal, wie fährt er hier durch? Ja, alles gut, lass mal einfach so sein. So, dann haben wir sie jetzt auch weg. Und dann brauchen wir uns die letzten 2 Haltestellen noch. Dann müssen wir sie eigentlich alle haben. Die verdienen weniger Geld. Ja gut, weil halt Haltestellen wegfallen, ne? Also ein bisschen. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Und jetzt zum Rutschefahrer. Tschüss, fertig mit. Nein, Spaß beiseite, natürlich. Jeder Fahrer darf mitfahren. Jeder Fahrgast, der da steht. Erstmal. So, und jetzt habe ich hier so einen Typen, der irgendwie laut Musik hören will. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Du? Nee. Einen Augenblick. Ach, hier hinten bist du. Oh, ist das wirklich so laut? Yep, es ist so laut. Sonst wäre ich nicht nach hinten gekommen. So, heute kommen wir wieder rein. Und da geht die Reise. Wie gesagt, ich werde sie gleich wieder offscreen aufbauen, die Haltestelle.
Weil ich es ja. Also ich werde es nicht. Ich muss hier wechseln, wenn denn, ne? Wenn denn. Genau, ich muss jetzt hier wieder rüber ins Bahn. Das ist toll. Moin, Sepp! Das ist total die Scheiße mit der Haltestelle hier. Kann ich da. Blöde Frage, kann ich da einfach rückwärts hoch? Wo würde ich denn da hinkommen, wenn ich da hochfahre? Ich muss da mal aufs Spiel hoch. Muss ich da mal. Du lässt mich raus. Alles klar. Bleib da stehen. Dann zirk doch nicht vor. Jetzt mal ohne Flachs. So. Aber so. Jetzt fahren wir so kurz runter wieder die Strecke und dann fahren wir dann zu Ende. Oh, so schlimm manchmal. Ich hasse diese eintönigen Missionen, ey. Das ist, wenn du einfach nicht weiterkommst. Ohne die Dinger abzuschließen. Ist jetzt gleich Ende. Wie gesagt, dann haben wir das Thema Sonnenstein. Sonnenstein. Auf Stufe 4. Aufwerten. Abgeschlossen. Ist das die? Ja, ne? So, Sonnenstraße. Bam. Da fehlt jetzt noch eine Haltestelle. Das ist das Gute, wir kriegen jetzt ein bisschen Geld zusammen. Wie lange denn jetzt? 280.000. So. Das ist das. Das finde ich schlimm manchmal hier so ein bisschen. Da hatte ich letztens auch wieder einen. Wir haben 2 Euro für ein Ticket und leg mit 50 Euro Schein hin. Nein. Mach ich nicht. Wofür auch? So, nächste Haltestelle, Hauptplatz, Endhaltestelle und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die Route abgeschlossen. Sonnenstein 4 aufgeschlossen und dann geht es halt, wie gesagt, darum, um Geld zu scheffeln. Ich kann leider noch keinen Bus kaufen. Vielleicht werde ich sogar einkaufen, damit ein bisschen fürs Handfest der bringen würde. Wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt mal eine Route auf, die komplett auf allen Haltestellen trifft. Und ich jetzt natürlich mal in der Community gucken. So. Gut. Ich komme zu spät, schon wieder. Ja, tut mir leid. Ich bin sogar eigentlich fast zu früh sogar noch. Ich muss früher nehmen sollen. Hätte man vielleicht sogar noch einen Tick in den Bus hernehmen sollen. Da, nächste. Hast du die neue Show im Planetarium gesehen? So, hier geht's jetzt weiter. Und hier stehen einfach voll viele Leute rum. Aber es ist auch eine schöne Aussicht, muss ich sagen. Ja, es müsste jetzt eigentlich die letzte Haltestelle sein. Und dann haben wir es auch auf 4 auf. Gewertet und dann hoffe ich, dass wir so bald haben, die Mission. Wie gesagt, da geht es darum, viel Geld zu machen. Ich muss jetzt gucken, welche Routen Geld schaffeln. Und die baue ich mir dann zusammen. Und dann fahren wir die. Wir müssen halt Kohle, Kohle, Kohle. Alles andere bringt jetzt nicht. Alles andere bringt jetzt nicht. Ich brauche mit den 12.000, die wir jetzt gerade bei Ratata verdienen, dann brauche ich ja dumm und dämlich. Im 10. Fall brauchen wir ja Minimum 100 Zahltage oder so. Dann brauche ich ja mit 300 oder so, bis ich die zusammen habe. Deswegen werde ich die gleich nochmal aufbauen. Die Routen hier bewusst aus auf der die Haltestelle. Bewusst nochmal rein. Genau, hier oben ist die Haltestelle. Jetzt schon gut, die drücken jetzt schon meistens, weil der wahrscheinlich in der für das Spiel ziemlich in der Nähe ist.
was bald. Ja, wie gesagt, diese scheiß 10 Gebusse, die sind so schweineteuer, also die kosten, wie gesagt, mindestens 330.000. Und die müssen wir erstmal zusammenbasteln. Na, das ist das halt. Gut, dann haben wir sie. Im Notfall können wir immer noch Pizza essen gehen. Geschafft. Dann haben wir Sonnstein. Bist du Sonnstein jetzt auf Stufe 4 aufgewertet sein? Mit der Runde? Bitte alle aussteigen. Ja. Sonnstein. Stufe 4. So, uns fehlt noch ein Teil. Und das ist dieses Thema. Und wir können bald einen Bus kaufen. Wir können bald Bus Nummer 7 kaufen. Von 15. Hey, hey. Da brauchen wir noch 8. Gut. Sonnstein. Achso, ich muss ein Fahrgast machen. Das ist die scheiß Rampe, ne? Ich fahr schon vor. Ich fahr eigentlich sauber an die alte Stelle ran und die sagt mir, nö, ist die wird blockiert. So. Dann haben wir sie. Gut. Dann haben wir heute das Thema Sonnenschein abgeschlossen. Zumindest was hoffentlich für die nächste Zeit betrifft. Wie gesagt, ich kann diesen Schatten einfach gerade nicht mehr sehen. Ich kehre dann irgendwann mal wieder zurück. Bis halt das Spiel sagt, ne, nächste Mission heißt Sonnenschein auf Stufe 5 oder mehr aufwerten. Es ist halt einfach so. Ich muss gleich gucken. Ich erkundige mich mal, wie weit die Routen, was für Routen wir aufbauen müssen. Verarschen. Okay. Ich soll da, warum mal die Tür zu ist hinten? Ich wollte eigentlich gerade. Ja. Einmal bitte alle aussteigen hier. Genau, 100%. Da wir sie ja mittlerweile durchgekaut haben, bis zum geht nicht mehr. Steigst du dich aus? Uschi? Hallo? Hallo? Willst du nicht aussteigen? Na egal. Gut. Ich baue mal wieder Sonnenschein auf. Hauptplatz. So, die bringt also nämlich gerade Minusgeld. Deswegen nehme ich sie raus gerade und baue sie nochmal neu auf. Genau. In der nächsten Folge. Möllergasse. Windfeld Ost. Windfeld. Weil die so uns am meisten Geld gebracht hat. Unter Sonnstein. Mautnerhof. Kellergasse. Sonnleitnerhof. Der Sonnleitnerhof. Sonnenweg. So, jetzt mal gucken. Sonnstein. Hauptplatz. Sonnstein. Hauptplatz. Hauptplatz. So. Deswegen spare ich sie mir jetzt gerade. So, ich habe sie jetzt bewusst mal wieder so reingenommen. Nein, mit 8 brauche ich. Ich brauche nämlich einen Bus. So, Eweko eingeplant. Oh Gott, 5.000 bringt sie mir. Ja, haben oder nicht haben, ne? Wie gesagt, jedes Mal ist Geld. So, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit. Dann gucke ich mal nach, wie weit wir eine Möglichkeit haben, alle Haltestellen mit reinzunehmen. Kollege fährt weg. Okay. Tschüss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann versuche ich die Route zu bauen. Und dann versuchen wir ein bisschen Geld zu scheffeln. Ich muss gucken, wie weit wir Kohle scheffeln. Na, bis dann. Tschüss.